Moin, moin, ich bin's mal wieder, der Henry Schwier, der Diakon, und es hat mich wieder eine neue Frage erreicht. Und das ist ein Kenner seines Fachs, der hat nämlich gefragt: Henry, du hast doch immer so viele merkwürdige, komische Utensilien, Erinnerungsstücke, Verkleidungen, wie kann man so etwas haben? Was ist denn dein Merkwürdigstes, das du in deinem Arbeitszimmer zu Hause hast? Ja, da habe ich wirklich ein bisschen gestaunt bei der Frage, geschmunzelt. Da habe ich mich umgeschaut und ich habe diverse, wahrscheinlich aus anderer Sicht merkwürdige Objekte hier, die Erinnerungen sind, mit denen ich ganz viel verbinde. Ja, und ich habe mal eins herausgesucht, das vielleicht was wirklich unerwartet ist, ein bisschen vielleicht bei mir. Das hängt mit meiner Oma zusammen. Also ich habe ja zwei Großeltern gehabt. Die eine hieß Oma und das andere war Oma. Also Oma und Oma und beides, ja, ist schon nett. Oma war so ein bisschen liebevoll, meine Lieblingsoma, und da musste ich immer hin und das war so das Liebevolle. Und Oma war so ein bisschen distanzierter, war so der Dorfscheriff, das Dorfinstrument, alle, wenn man was wissen wollte, musste man Oma fragen, und alle im Dorf wussten auch, was bei uns zu Hause so abgeht, weil Oma eben Oma war. Naja, und als Oma dann gestorben ist, tauchte ein Objekt auf, das mein Vater mir dann geschenkt hat. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, jedenfalls habe ich es, und das ist Folgendes. Ein Schlagring. Dieser Schlagring lag bei Oma im Nachttisch. Oma hatte öfters solche Anwandlungen im Dorf. Also wenn der Einbrecher hochgegangen war, nachts stellte sie Eimer auf die Treppe, damit, wenn denn der Einbrecher kommt, die Eimer umgestoßen werden und sie es hört. Ja, was sie denn mit einem Schlagring wollte, der ist ja auch wirklich ein bisschen angerostet und man kann ihn wirklich nutzen. Ja, es ist so, es ist mein Erinnerungsstück an meine Oma, etwas Besonderes, und vielleicht habe ich darum schon öfters Gewaltpräventionsprojekte begleitet. Ich war ja auch in der Friedensarbeit immer aktiv, und vielleicht sollte das ein Antisymbol für den Henry werden. Ja, also ein sehr merkwürdiges Erinnerungsstück an meine eigene Familiengeschichte. Ein Schlagring beim Diakon. In diesem Sinne, nicht hauen, sondern liebhaben. Tschüss.